wir nicht zulassen, dass unser schönes Deutschland vor die Hunde geht. Und es wird vor die Hunde gehen, wenn wir die da oben weitermachen lassen. Und wenn die Regierung das Volk austauschen will, dann muss das Volk die Regierung austauschen. Die Schrift an der Wand ist die Nachricht aus Bremen, dass unter den männlichen Neugeborenen der Name Mohammed mittlerweile am häufigsten ist. Welche furchtbare Schande! Die stolze Hansestadt Bremen mit dem Helden Roland, dem Denkmal vor dem Rathaus und diese linksversiffte Bande, die diese Stadt seit Jahrzehnten in Grund und Boden regiert, die macht aus der stolzen Hansestadt ein Kalifat unter Scharia. Pfui Teufel! Und wie freue ich mich da, dass ich bei euch bin in Dresden, der Stadt mit den meisten deutschen Neugeborenen im ganzen Land und hier noch niemals. Und hier wird niemals der Name Mohammed bei den Neugeborenen an erster Stelle stehen. Niemals in Dresden, niemals. Jetzt haben sie festgelegt, dass dieser Mörder nach Jugendstrafrecht beurteilt werden soll. Ich meine, mit anderen Worten, bald ist er wieder auf einem Fuß. Die Fachkraft. Kann denn Liebe Sünde sein, heißt es im Schlager. Und da sage ich den deutschen Eltern, wenn ihr Töchter habt, und die anbanden mit einem solchen jugendlichen, unbegleiteten Flüchtling aus muslimischen Ländern, dann würde ich da nicht unbedingt von Sünde reden, es ist nämlich schlimmer. Es ist Lebensgefahr für eure Töchter. Ihr müsst sie fernhalten davon. Aber am schlimmsten ist Elbank. Elwangen steht für den Beginn des Bürgerkrieges und die erste Schlacht in diesem Bürgerkrieg haben die Afrikaner gewonnen. Und es ist nicht die Schuld der Polizeibeamten, sondern die Schuld der politischen Führung, die unsere Polizei fesselt und den kriminellen Asylanten zum Fraß vorgeworfen hat. Und diese Nachricht vom schmählichen Rückzug der Polizei aus Elwangen und dass sie den Gefangenen auch noch freilassen mussten, diese Nachricht wird sich jetzt in den letzten Negerkral verbreiten und wie Werbung wirken, wie ein Magnet, dass noch mehr kommen. Weil jetzt denken sie, sie sind stärker als wir und sie können alles mit uns machen und wir kriegen sie nicht mehr los. Und da müssen wir das Gegenteil beweisen. Jetzt höre ich gestern Abend den Steinmeier. Im Volksmund The Rolling Stone. Er sagt, der Elwangen war doch kein Staatsversagen. Ja, Moment mal. Gibt es denn mehr Staatsversagen, als wenn der Staat nicht nur seine Bürger nicht schützen kann,
sondern nicht mal die eigenen Polizeibeamten. Das ist doch der völlige Bankrott der inneren Sicherheit, den dieser Scheinpräsident, dieser Präser da schönredet. Zu sprechen auf Abschieben, keine Sorge. Oder nehmen wir den Seehofer. Seehofer hat gesagt, Ellwangen war ein Schlag ins Gesicht des rechtstreuen Volkes. Gut gesprochen, Seehofer. Aber es fehlen die Taten. Es fehlen die Taten. Seehofer, du bist Innenminister. Du bist Chef der Bundespolizei. Wir wollen sehen, wie deine Bundespolizei vor allen großen Asyllagern bewaffnet aufmarschiert. Seehofer, wir wollen sehen, wie deine Bundespolizisten in die Asyllager reingehen und die Handschelle klicken. Und dann wollen wir sehen, wie deine Bundespolizisten die Illegalen zu den Flugzeugen bringen und ihnen einen sicheren Heimflug besorgen. Diese Bilder werden gut wirken auf der ganzen Welt und werden uns ein Stück weit sicherer machen. Seehofer, das kannst du tun. Der Schlimmste aber ist Kretschmann. Tatsächlich nach Ellwangen, was man jetzt bräuchte, sei ein Einwanderungsgesetz. Lieber Kretschmann, nach Ellwangen brauchen wir ein Auswanderungs-, ein Abschiebegesetz. Und ich kann es nicht mehr hören, die Obergrenze 180 bis 220.000. Wir brauchen eine Obergrenze im Minusbereich, minus 180.000, minus 220.000. Okay, jetzt haben Sie die Berichtspolizei, also dieser Vorfall in Ellwangen, wo die Polizisten sich in Sicherheit bringen mussten vor dem Mord. Diesen Vorfall hat die Polizeiführung 61 Stunden vor der Öffentlichkeit ferngehalten. Die haben nicht informiert. Nur weil ein einzelner Polizeibeamter diese Nachricht durchgesteckt hat an eine Presseagentur, sind wir überhaupt informiert worden. Wie werden wir betrogen? Polizeiaktion gemacht mit 500 Schaften und dann haben sie wenigstens den Typen rausgeholt, diesen Progoles. Aber eigentlich hätten ja die ganzen 200 Aufrührer, die gewalttätig gegen die Polizei vorgegangen sind, die hätten alle rausgeholt und alle sofort abgeschoben werden müssen. Und die werden jetzt auf andere Asyleinrichtungen verteilt und können sich da als Helden feiern lassen und werden den Keim, den Virus des gewalttätigen Aufstandes gegen Deutschland auch in die anderen Einrichtungen tragen. Was soll das? Und der andere, der Redensführer dieser Togolese, wird vielleicht nach Italien abgeschoben und zwei Tage später ist er wieder da. Das ist doch alles völliger Push. Wir werden die Leute doch nur raus, wenn wir Nägel mit Köpfen machen. Wenn wir einen richtigen Staat hätten und die richtige Regierung. Was würde der machen? Jetzt heißt es ja immer, wir können nicht abschieben, weil es gibt die Aufnahmeländer nicht, die nehmen die nicht zurück. Och,
Es gibt doch eine einfache Möglichkeit. Mach einen Vertrag mit dem Assad und sag dem Assad, du kriegst für jeden, den du von den Typen aufnimmst, 10.000 Euro und dann dürfen die in Aleppo Steine klopfen beim Wiederaufbau. Das wäre eine Resozialisierungsmaßnahme, wenn dann diese Dschihad-Typen das, was sie vorher zusammengebombt haben, wieder mit ihrer Händearbeit aufbauen müssen. Für diese Resozialisierung bin ich unbedingt. Aber nichts fürs Durchfüttern hier in Deutschland und dass sie uns weiter unsere Frauen anfallen. Nein, bitte nicht. Nein, Seehofer, nein, Kretschmann, nein, Mädel, diese ganze Bande muss weg. Und ihr auch. Und dieser Anwalt, der Togolese hat jetzt einen Anwalt. So ein Thüringen. Natürlich mit deutschem Pass. Der hat jetzt rausgekriegt, ja, man könnte den nicht abschieben, weil irgendwas hat er sich ausgedacht. Wenn ich das höre, sage ich, bitte den Togolesen abschieben und den Anwalt gleich mit. Dann kann der türkische Anwalt nämlich beim Erdogan bei sich zu Hause ausprobieren, wie der Erdogan mit Rechtsverkehr umgeht. Ja? Ich bin froh, dass heute mit uns zusammen sind auch der Abgeordnete Hessenkämper und der André Poppenboy. Besonders freut es mich wegen André Poppenboy, weil jetzt habe ich schon die zweite Kundgebung in zwei Wochen und immer ist er mit dabei. Das heißt, der Mann hat jetzt ein bisschen mehr Zeit als vorher. Und das scheint mir eigentlich gar keine schlechte Idee zu sein, dass unsere Politiker, also auch die von der AfD, ab und zu mal eine Auszeit nehmen von der Parteiarbeit und zum Volk auf die Plätze gehen und mit dem Volk sprechen. Denn, liebe Leute, es kommt aufs Volk an, nicht auf die Partei. Die Partei ist nur der Türöffner für das Volk. Wir brauchen eine Regierung aus dem Volk, durch das Volk und für das Volk. Und die AfD muss dazu beitragen. Situation, dass uns die Zeit davonläuft. Das wird doch alles immer schlimmer. Die Beispiele, die ich aufgezählt habe, wenn nächste Woche eine Kundgebung veranstaltet wird, gibt es noch schlimmere Beispiele. Die Zeit läuft uns davon und der Widerstand wird nicht stärker. Wir haben Meinungsumfragen bei der AfD, die sind gut, bei 15%. Aber man muss auch sagen, diese 15% gibt es schon ein halbes Jahr. Obwohl unsere Abgeordneten im Bundestag eine prima Arbeit machen. Obwohl sie im Bundestag tolle Reden halten und die anderen in den Schatten stellen, merken wir, das allein reicht nicht, um die Prozentzahl auf die notwendigen, hallo, ich sage 30% zu treiben. 30%, wie kriegt man 30%? 30% kriegt man nur nach der Methode Sachsen. Die 30% oder fast 30% hier bei der Bundestagswahl von der AfD, die waren natürlich die Frucht der Arbeit von Vegeta. Und jetzt haben wir eine Stadt in Brandenburg, und zwar Cottbus. Da ist in der jüngsten Umfrage die AfD auch bei 30%. Und es liegt natürlich daran, dass es, weil es in Cottbus auch eine starke Bürgerbewegung namens Zukunft Heimat gibt, die dort seit Jahresanfang Furore macht. Das heißt, der entscheidende Fortschritt wird nicht im Parlament errungen
sondern durch die Klimaänderung in der gesamten Gesellschaft, die auf der Straße, auf den Plätzen stattfinden muss. Und da ist Pegida der Motor und Cottbus zieht sehr gut nach. Und so muss es überall sein. Deswegen freue ich mich unheimlich, dass die AfD am 27. Mai endlich eine Großdemonstration in Berlin veranstalten will. Und da wollen wir mal ein paar 10.000 Leute sehen. Aber der Erfolg und die Einheit und die Aufbruchsstimmung, die wird natürlich nur erzielt, wenn so eine Demonstration auch die Breite der Opposition darstellt, wie sie heute hier ist. Das heißt, in Berlin ist es ja schön, wenn Alice Weidel oder Jörg Meuthen oder von mir aus Pasterski reden. Aber wir wollen auch Björn Höcke und André Poppenboy und Lutz Bachmann und Sigi Dendrix noch haben. Wir brauchen eine breite Volksbewegung. Es darf keine Distanzeritis mehr geben. Wir sind vielfältig in unserer Opposition. Die einen sind stiller, die anderen sind lauter, aber wir müssen alle mitnehmen. AfD, Pegida, identitäre Bewegung, 1%, kompakt als Medium. Einen Finger kann man brechen, aber 5 Finger sind eine Faust. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich, mit ganzem Land. Ich danke euch.